Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen hier auf Potters Bluff Reviews. Ihr seht schon, was sich hier zusammenbraut. Es ist die Deluxe Soundtrack Edition zu Stranger Things. Die komplette erste Staffel hier als Vinylversion von Invader aufgelegt in einer wunderschönen Box. Sieht sie hier richtig schlicht und schön gemacht. Nur den Schriftzug und das Netflix-Logo sehen wir hier auf der gesamten Außenbox. Und die Schrift ist natürlich hier in solcher Heißfolie gemacht, die wirklich toll glitzert und sehr schön ist, gegen Licht gehalten. Und ja, das Ganze ist recht stabil. Hier könnt ihr schauen. Sehr schöner Deckel. The Lid. Und ja, sehr schön. Der Schriftzug natürlich auch ein bisschen an Stephen King Roman angelegt und an John Carpenter Sachen, die ja auch hauptmaßgeblich sind für diese tolle Serie, die von meinen verhassten Netflix-Freunden gemacht wurde, die ich einfach nur als weiteres Studio ansehe, die leider nichts physisch rausbringen, was ich total beschämend finde. Aber wartet nur, wenn ihr Ruhm verblasst, dann werden sie auch Blu-Rays nachgehen, durchwinken. So, hier haben wir die Unterseite der Box. Machen wir das mal an. Also komplett schwarz hier. Das sind hier eine Einheit mit dem Deckel. Das legen wir jetzt erstmal weg. Hier haben wir dann nochmal die Karte, die innen angebracht war mit den ganzen Inhaltsangaben sozusagen hier. Hier haben wir die zwei Poster, die 5x5 Character Cards. Ja, seht ihr hier alles, ne? Schönes Ding. Kommen wir erstmal zu den ganzen Bonussachen, die enthalten sind. Hier haben wir erstmal ein Poster. Das ist diese Collage. Das ist auch das Einzelcover auf den einzelnen Platten, weil die gibt es ja auch einzeln zu kaufen. Und dieses Artwork, was hier ist, gibt es dann nur bei Invader in der Box. Und das ist dann das hier. Seht ihr ja auch schön. Boys on the Bike. Und ja, hier haben wir dann dutzende Character Cards. Mal sehen, ob ich die alle zusammenkriege. So, in Postkartenformat natürlich alle. Winona Ryder, absolute klasse Rolle. Die ganzen Figuren total besetzt, total gut besetzt. Echt reingehauen und es ist echt ein Krampf, dass ich das nicht auf Blu-ray habe. Dass ich mich dafür wirklich bei Netflix den Probemonat anmelden musste, aber sie dann doch nicht besitze. Private Joker natürlich auch, spielt natürlich auch mit. Sehr schön. Der junge Mann wird auch sehr interessant, der spielt nämlich in der neuen S-Verfilmung die Rolle des, lass mich jetzt nicht irren, ich glaube Richie spielt er. So, dann kommen wir mal zu den Platten selber. Die sind hier in extra dicken Pappe gedruckt. Was ich ein bisschen schade finde, dass man wirklich zweimal das gleiche Cover genommen hat für die beiden Volumes. Man hätte da durchaus das Collagen-Cover noch nehmen sollen. Aber man wird entschädigt mit einem tollen Gatefold-Artwork hier, mit dem Fahrrad nochmal. Und was exklusiv ist bei dieser Version ist, die beiden Inner Sleeves sind bedruckt. Richtig geil. Hier, bei der normalen Version waren das nur normale Hüllen. Und hier haben wir dann wirklich die bedruckten Inner Sleeves mit sehr schönem Color Grade. Und hier haben wir dann die handgemachten Vinylplatten. Seht schön hier so grün, weiß und durchsichtig gemischt. Das ist dann auf allen vier Platten so. Richtig toll. Und wie gesagt, das sind dann in dieser Box insgesamt vier Schallplatten. 4x 180 Gramm. Also das Ding hat auch schon ordentlich Gewicht. Und hier haben wir dann die zweite Platte von der Volume 1. Hier sehen wir 11 oder 11. Dann haben wir hier Liner Notes von den Duffer-Brüdern, die die Serie natürlich geschaffen haben. Und hier haben wir ein Sinnbild vom Demagogon. Netflix-Credits. Und ja, das ist so viel zur ersten Volume. Ich zeige euch auch gleich mal die Rückseite mit der Trackliste. Na, komm her. So, hier. Hier sehen wir die Hütte, in der Will verschwindet. Und die auch sehr schön gemacht hier. Das Licht leuchtet so wie Neon, sehr schön gedruckt. Hier wieder die Trackliste, da könnt ihr auf Stopp drücken. Und wir haben insgesamt natürlich dann, wie gesagt, vier Platten, das ist schon einiges an Musik. Ihr habt also mal schön Score zur gesamten ersten, zur gesamten ersten Staffel auf Vinyl. Die ist auch noch nicht ausverkauft, ihr könnt dann in meiner Beschreibung schauen, das ist ja den Vader-Shop verlinkt. Kommt aber nicht ganz billig, ich glaube 64 Pfund, aber ich würde mich beeilen, weil wenn das Ding weg ist, ist es wirklich weg. So, dann haben wir die zweite Platte, die hat hier 11 drin, sehr schön. In der anderen Welt sozusagen. Und hier haben wir die Rückseite mit dem Forschungslager. Auch sehr schön hier das gleiche Art, wie die Tracks hier gedruckt sind. Könnt ihr auch hier lesen. Sehr toll. Ja, Stranger Things ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen musste, man muss sich da mal kurz bei Netflix anmelden. Zumindest für den Probemonat. Hier wird dann Liner Notes von Kyle Dixon und Michael Stein, die den Soundtrack gemacht haben. Sehr schön.
Hier meine Winona Ryder natürlich auf dem Inner Sleeve. Und ja, das war's zur Stranger Things Komplettbox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino und nervt Netflix bitte damit, dass sie ihre Sachen rausbringen sollen auf Blu-ray. Ciao.